Für mindestens eine Woche erwarten uns dann doch jetzt noch Schnee und Frost. Ja, und vielleicht hört man es. Ja, hier ist es gerade wechselhaft und vielleicht hört man es auch. Ich bin jetzt ein bisschen erkältet, aber ja, da muss ich jetzt durch. Wir schauen dann jetzt in diesem Video auf die nächsten Tage und die Kälte wird, wie gesagt, schon, wie ich gesagt hatte, gerade ja, für vielleicht noch eine Woche wohl bleiben. Bis nächste Woche, bis in die nächste Woche herein. Und wir schauen da jetzt mal drauf. Schauen wir als allererstes mal auf die Wetterlage vom 21.04. Und da haben wir diesen Trog mit dieser Kaltluft, der uns dann jetzt ja, erfasst hat. Und da würde dann doch diese sehr, sehr kühle Luft zu uns geführt werden. Was man dazu auch noch sagen muss, ja, da schauen wir jetzt auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da werden dann doch zwischen minus 4 und minus 7 Grad in 1500 Metern Höhe aktuell berechnet. Ist doch nicht ohne, vor allem jetzt schon für den 17. April, für Mitte April, ist das dann doch schon relativ kühl. Aber was sagt man auch? Der April macht, was er will. Schauen wir auch noch auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe jetzt genauer für Deutschland drauf. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir dann teilweise sogar minus 8 Grad, minus 9 Grad in 1500 Metern Höhe hier über dem Nordosten von Deutschland hätten, da würde es dann doch relativ kühl werden. Und das berechnet nicht nur das GFS-Modell so. Da habe ich mir nämlich auch mal das EZMWF-Modell jetzt rausgesucht. Und das berechnet auch teilweise Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Vor allem in der Mitte und im Norden von teilweise bis zu minus 7 oder minus 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das würde dann natürlich auch bis zum Boden durchgedrückt werden. Jetzt als nächstes wollen wir auf das Wetter dann vom 22. vom 20. und 21. drauf schauen. Und da wird uns halt wieder typisches wechselhaftes Aprilwetter beschäftigen. Im Süden würde da es dann hier und da auch mal den ein oder anderen Schneefall geben. Im Nordwesten würde das Ganze eher Regen sein. Aber auch in den Mittelgebirgen müsste man dann doch mit dem einen oder anderen Schneeschauer wohl mal rechnen. Vor allem auch Richtung Eifel und Sauerland wäre der ein oder andere Schneeschauer möglich. Am meisten Schnee bekommt wohl der Bayerische Wald und das Erzgebirge sowie die Alpen ab. Aber nicht nur am 20.04., sondern auch am 22.04. hätten wir weiterhin diese teilweise kräftigen Schneeschauer oder teilweise auch kräftige Schneefälle, die hier aktuell berechnet werden. Vor allem hier im Schwarzwald würde dann doch einiges an Schnee wohl vom Himmel kommen. Aber auch hier in den Alpen gäbe es immer mal wieder leichte Schneefälle. Und wenn sich das Ganze dann doch aufsummieren würde, würde dann doch einiges an Schnee vom Himmel kommen. Jetzt blicken wir dann auf die Schneehöhe. Also der Schnee, der fällt bis zum kommenden Sonntag. Und da sehen wir dann hier doch teilweise im Schwarzwald werden dann aktuell teilweise bis 30, 40 Zentimeter Schnee berechnet. Aber auch im Erzgebirge und im Bayerischen Wald teilweise werden hier dann doch bis zu 30, 40 Zentimeter Schnee berechnet. In den Alpen nochmal eine deutliche Schippe mehr, teilweise bis zu 5, bis zu 90 Zentimeter Schnee. Einen Meter würde ich hier in den Alpen aber auch durchaus nicht ausschließen. Aber auch der Brocken mit teilweise bis zu 20 Zentimeter wäre nochmal mit dabei, sowie hier die Eifel. Und dann noch im Saarland das Bergland und das Sauerland würden dann auch maximal bis zu 10 Zentimeter Schnee noch kurzzeitig abbekommen. Und in Tschechien würde dann auch einiges an Schnee fallen wohl in den Bergen. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass es im süddeutschen Flachland bis ja, auf 300, 400 Meter doch mal für den ein oder anderen Schneeschauer reichen könnte. Schauen wir dann jetzt auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe vom 3.5.2024 und da würde uns dann wieder etwas mildere Luft wohl erfassen mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von teilweise wieder bis zu 8 oder 9 Grad im Süden, im Norden noch die etwas kühleren Temperaturen, aber von Südwesten würde es dann doch nach und nach wieder etwas milder werden. Und von der großen Kälte wäre dann ab dem 3., ab Mai nicht mehr viel zu sehen. Schauen wir uns die Niederschlagsmengen noch an. Jetzt in diesem Fall als allererstes mal für den 27.04. Und da sehen wir dann doch, dass im Süden dann doch einiges an Niederschlag fallen wird. Aber auch hier stechen die Mittelgebirge mit den Niederschlagsmengen sehr, sehr gut raus. So hatten wir an den Alpen und in den Alpen über 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Generell in der Südhälfte
werden hier aktuell teilweise bis zu 50, 60 Liter pro Quadratmeter berechnet, im Schwarzwald auch bis zu 70 oder 80 Liter pro Quadratmeter. Und dann schauen wir uns das Ganze ja noch hier vom Osten an. Hier würde wohl am wenigsten Niederschlag vom Himmel kommen. Hier teilweise nur zwischen 15 und 20 Liter pro Quadratmeter. Hier wird es dann doch eher am trockensten. Schauen wir dann jetzt auch noch auf die Niederschlagsmenge bis zum 3.5. Und da kommt dann doch hier im Sauerland noch einiges an Niederschlag vom Himmel. Teilweise bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Aber auch die Alpen würden richtig zu gegossen werden. Aber auch in ganz Deutschland gäbe es verbreitet zwischen 40 und 120 Liter pro Quadratmeter. Dann hätten wir hier noch im Rhein-Main-Gebiet noch einen Bereich mit teilweise nur bis zu 30 Liter pro Quadratmeter. Da fehlt sogar noch weniger als hier Richtung Osten. Jetzt schauen wir noch zum Schluss auf die Ishommels für die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Wir fangen hier im Westen jetzt mal mit Düsseldorf an. Und da sehen wir dann doch diesen leichten Temperaturanstieg oder die Tendenz zu etwas milderen Temperaturen. Vor allem zum Ende des Vorhersagezeitraums gehen wir dann wieder auf zu Temperaturen von um die 15 Grad hoch. Und dazu hätten wir auch hier immer wieder ein paar Niederschlagssignale. Am Anfang durch die kräftigen Schauer und Gewitter noch sehr, sehr ausgeprägt. Und zum Ende des Vorhersagezeitraums haben wir dann auch noch immer wieder hier und da ein paar Niederschlagssignale, die dann nach kurzem Niederschlagspause wieder zum Ende des Vorhersagezeitraums wieder zunehmen. Das Ganze noch im Osten, hier auch einige Niederschlagssignale gut zu erkennen. Vom Anfang durch die ganzen kräftigen Schauer und einzelnen Gewitter hätten wir dann einige Niederschlagssignale. Und die Niederschlagssignale sind dann doch die ganze Zeit über vorhanden. Und auch hier sehen wir die leichte Tendenz zu etwas milderen Temperaturen, die dann teilweise wieder bis zu 15 Grad erreichen könnten Anfang Mai. Ja. Ich bedanke mich. Weiterhin sind wir bei 1381 Abonnenten. Das wollen wir jetzt aber schleunigst ändern. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Das würde mich unfassbar weiterbringen. Wir sehen uns in der nächsten Wettervorhersage wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.